zu helfen. Ach, hallo Emma, na? Was machst du? Du Mama, du musst das aber nicht alleine machen, weil ich kann dir auch gut dabei helfen. Guck, das Geschirr kann ich auch nehmen. Ach Emma, das ist wirklich nett von dir, dass du immer mir deine Hilfe anbietest. Du hast doch heute auch schon total selbstständig dein Zimmer aufgeräumt. Ich bin ganz stolz auf dich. Ja, ich wollte auch eigentlich dich noch was fragen. Und zwar, ob wir nicht wieder zu Herbstkürbis gehen können, bitte. Bitte, bitte, ich habe auch so viel heute mitgemacht. Ich habe auch nur mitgemacht, damit wir auf die Herbstkürbis gehen. Bitte, Mama, ich war ganz lieb. Habe ich mir das doch schon fast gedacht, dass da irgendwie ein kleiner Haken bei der Sache sein muss. Aber wenn du mich so nett bittest, gehen wir da natürlich hin. Oh ja, Mama, dann lass uns direkt los. Los, schnell, bevor zu viele Menschen da sind. So, Emma, da wären wir wieder. Wir waren ja letztens schon mal hier. Die meisten Sachen kennst du ja schon, zumindest vom Sehen. Ja, und ich weiß auch ganz genau, dass ich nicht nochmal auf dieses Riesenrad gehen will. Das ist einfach viel zu groß. Das habe ich mir schon gedacht, Emma, aber es gibt hier noch ganz viele andere Fahrgeschäfte. Komm, lass uns mal schauen. Wie wär's denn zum Beispiel mit diesem Breakdancer hier? Da wollte Hannah doch unbedingt rein letztens. Kenn ich nicht. Was ist das? Was muss man da machen? Also man setzt sich hier in so einen Sitz rein, zwei Leute passen da rein und dann wird man durch die Gegend gewirbelt. Das ist ziemlich lustig. Und manchmal wird einem auch ziemlich schlecht dabei. Nee, Mama, ist nichts für mich. Nachher muss ich noch spucken. Komm, lass uns woanders hingehen. Na gut, Emmalein. Da vorne gibt's noch mehr Sachen, die wir machen können. Wie wär's denn zum Beispiel mit dem Kettenkarussell? Das ist doch was für dich, oder? Da sind auch noch andere Kinder und die haben jede Menge Spaß. Ach, Mama, ist das nicht langweilig? Ach Quatsch, das ist doch nicht langweilig. Schau doch mal, wie sich das Ganze dreht. Das macht super viel Spaß. Emma, komm schon. Das wäre sicherlich was total Tolles für dich. Auch das möchte ich nicht machen, Mama. Guck mal, was das für ein Zelt hier ist. Kann man da auch irgendwas machen? Keine Ahnung, was das für ein Zelt ist. Ich glaube, das stand hier letztes Mal noch nicht. Da hängt ein Schild. Magie und in die Zukunft schauen. Scheint so etwas wie eine Wahrsagerin oder so zu sein. Oder ein Wahrsager. Oh, das klingt total spannend, Mama. Können wir das bitte machen? Das ist zwar kein Fahrgeschäft, aber ich find's trotzdem ganz toll. Bitte. Na gut, Emmalein. Oder wie man sagen würde in der Magie, dein Wunsch sei mir Befehl. Oh, hallo, ich bin Philomena. Herzlich willkommen. Ich bin Emma Vogel. Und ich bin die Mama Claudia Vogel. Ah, da haben wir hier also Tochter und Mutter. Schön. Wie ich hier in meiner Kristallkugel sehen kann, steht ihr euch wirklich sehr nahe. Ja, das stimmt wohl. Wir beide verstehen uns wirklich gut. Stimmt's, Emma? Mhm. Und gibt's irgendwas, was ihr euch wünscht? Wie meinst du das? Also ich find's manchmal blöd, dass ich so klein bin und dann wäre ich gerne groß, so wie Mama, also erwachsen. Ach, Emmalein, ich wäre gerne auch mal noch wieder Kind. Du hast so tolle Spielsachen und, ach, das Leben als Kind ist so unbeschwert. So wie deins, Emma. Na gut, dann soll euer Wunsch in Erfüllung gehen. Was machen Sie denn da? Wie meinen Sie das? Emma und Claudia sind gemeint, klein und groß sei nun vertauscht. Kind gleich Mutter, Mutter gleich Kind, aber geschwind. Emma, ich glaube, die hat uns verhext. Was ist denn mit mir los? Ich bin doch Emma. Aber warum klinge ich wie Mama? Oh Mann, ach du dickes Ei. Ich bin Mama, das gibt's doch wohl nicht. Hey, was haben Sie mit uns getan? Genau, warum haben Sie uns verhext? Wo sind Sie denn auf einmal hin? Hey, kommen Sie wieder zurück. Sie müssen das rückgängig machen. Ich will nicht meine Mama sein. Ach, dieser Zauber funktioniert jedes Mal wieder aufs Neue. Aber er wird nicht lange anhalten. Nur wenige Minuten, aber der Spaß ist wieder so brillant. Komm, Emma, lass uns nach Hause gehen. Hast du gehört? Oh Mann, Mama, ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt alles weitergehen soll. Ich muss das unbedingt Hannah und Julian erzählen. Kinder, komm runter. Julian, Hannah, ihr müsst unbedingt euch das angucken. Oh, Mama, ich glaube, ich bin wieder Emma. Und Emma, ich glaube, ich bin wieder deine Mama. Das war ja total gruselig gerade. Oh Mann, Mama, ich bin so froh. Ich dachte schon, ich wäre für immer du. Und bei mir ging's genauso, Emma. Ich dachte, ich wäre für immer du. Aber was ich vorhin über deine Spielsachen gesagt habe und dass es wirklich toll ist, ein Kind zu sein, das meine ich ernst. Na Julian, was machst du denn Schönes? Sollen wir nicht vielleicht gemeinsam was machen? Also die Mädels sind ja weg, das heißt, wir Männer sind heute unter uns. Hast du nicht irgendwas auf irgendwas Lust? Ja, doch, klar habe ich auf etwas Lust. Und zwar auf Minecraft-Videos. Und danach wollte ich Minecraft spielen. Also, nein, danke, Papa. Ich bin heute schon beschäftigt. Na, wenn es so ist, dann muss ich die Pommes wohl alleine essen. Was? Bei Pommes bin ich auf jeden Fall dabei. Haben wir auch Curry-Ketchup? Bitte. Ja, habe ich extra gekauft. Ich wusste, dass du das haben willst. Ja, super. Und Emma und Hannah sind nicht da. Das heißt, ich muss nichts abgeben. Und was ist mit mir, Julian? Zu spät, Papa. Wow, Mann, klasse. Ganze Pommes für mich. Super, danke, Papa. Aber Julian, bitte sei vorsichtig. Die sind noch mega heiß.
Oh, Papa, sag mal, ist dir eigentlich klar, mit wem du hier redest? Ich bin Julian Vogel, ich bin der Pommesmeister. Ich habe Pommes in jeder Temperatur schon gegessen, ob ganz kalt, ob ganz heiß oder auch schon eingefroren. Aber die eingefrorenen, die schmecken nicht so. Also, Papa, du brauchst mir nichts zu erzählen. Julian, ich meine doch nur, ich wollte doch nur, dass du vorsichtig bist. Aber bitte nicht zu schnell essen, weil sonst kriegst du wieder Bauchschmerzen. Oh, Papa, ich weiß. Hallo, ich bin der Pommesmeister. Vielleicht auch ein Pommes-Jedi, weil ich kenne mich damit richtig gut aus. Also, ich habe die Pommesmacht, weißt du, ne? Ja, Julian, ich weiß. Aber trotzdem, bitte, nicht allzu schnell essen, weil sonst hast du wieder Bauchschmerzen und dann haben wir wieder Probleme. Oh, ich hab voll die Bauchschmerzen, Papa. Oh, warum hast du mir denn nicht gesagt, dass ich nicht die Pommes zu schnell essen sollte? Oh, Mann. Oh, ich glaube, ich kann nicht mehr aufstehen. Julian, ich hab dich gewarnt. Also, ich hab's eben gesagt und jetzt liegst du da. Ach, komm, steh ich auf, du simulierst doch nur. Oh, es geht schon wieder. War aber echt lecker, Papa. Dankeschön. Was machen wir denn jetzt? Pff, weiß ich nicht. Also, ich schaue mir hier gerade das Spiel an. Wenn du willst, können wir uns ja gemeinsam anschauen. Nein, Papa. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Also, du weißt ja, ich fahre ja ganz gern Skateboard, ne? Und können wir nicht eine Halfpipe bauen? Das wäre doch super. Sag mal, Julian, bist du jetzt total verrückt geworden? Eine Halfpipe hier bei uns im Haus? Sag mal, wo willst du die denn hinstellen? Nee, kannst du glatt vergessen. Also, sowas machen wir auf gar keinen Fall. Also, woher hast du diese Ideen nur? Oh, Mann, toll. Wie wär's denn dann mit einer neuen Rutsche? Wobei, das wird bestimmt auch nicht klappen, aber ich versuch's mal. Wir könnten doch Onkel Stefan anrufen und der könnte doch eine neue Rutsche bauen. Wobei, ich hör schon, ich glaube, das wird nicht klappen. Weißt du was, Julian? Daran habe ich gerade auch gedacht. Wie wär's denn mit einer neuen Rutsche hier? Jetzt, wo Mama nicht da ist, ich glaube, da kriegen wir nicht so einen Ärger. Also, ich wäre auch dafür. Ich ruf sofort Stefan an. Oh, Mann, klasse! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach geht. Also, dass Papa auch so drauf ist. Ja, wobei, jetzt weiß ich, Mama sagt immer, das hast du von deinem Papa. Also, jetzt weiß ich wieso. Du, Stefan! Ja. Wie, du hättest auch Lust drauf? Ich hab doch noch gar nicht gesagt, ach so, ja, natürlich. Ja, ich wollte wegen der Rutsche fragen. Ja, okay, alles klar, wir sind zu Hause. Bis gleich. Ob das wohl ein gutes Zeichen ist, dass wenn ich immer anrufe, er schon weiß, dass ich eine Rutsche haben will. Aber, na gut, er ist halt der Spezialist. Er hat ja früher in einem Freizeitpark gearbeitet. Und Papa, kommt Onkel Stefan! Julia, was denkst du denn? Ja, natürlich. Und er wusste auch direkt, dass wir eine Rutsche haben wollen. Also, ich glaube, ich sollte mich öfters mit ihm treffen und mal nur so quatschen, weil das ist irgendwie komisch. Oh Mann, Papa, ist doch egal. Onkel Stefan baut eine Rutsche. Besser geht's doch gar nicht. Oh, ich möchte diesmal so eine Rutsche, so eine Spiralrutsche, ne? Wie auf dem Spielplatz. Also, dann kann man so... Oh, dann wird einem schwindelig. Das wird sowas von super. Na, Martin, ich würde mich auch echt wundern, wenn du mich mal anrufst und keine Rutsche möchtest. Ja, ich weiß, Stefan, es ist mir nach dem Telefonat auch aufgefallen. Also, wie wär's, wenn wir uns mal nächste Woche irgendwo zu einer Pizza oder so treffen? Ja, das wäre doch mal was. Ah, okay, Stefan, hi! Was hab ich dir gehört? Pizza? Wir haben jetzt keine Zeit für Pizza, wir müssen eine Rutsche bauen! Wir eine Rutsche bauen? Ja, weißt du was, Stefan, wir helfen dir mal heute. Also, wo wir dir helfen können, da werden wir helfen. Ja, das ist doch gut. Papa, so meinte ich das eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man eine Rutsche baut. Wobei, wenn ich das dann weiß, dann... Nein, Papa, ich kann keine Rutsche bauen. Trotzdem, Julia, wir werden Stefan heute helfen. Wir werden deinem Onkel Stefan auf jeden Fall helfen. Ja, dann lass uns doch direkt starten. Ich habe in meinem Transporter jede Menge Materialien. Die holen wir raus und dann geht's los. Oh Mann, Onkel Stefan, das ist aber ziemlich schwer. Und ich kann das kaum rollen. Und warum habe ich das Pinke bekommen? Oh Mann, war ja klar. Das sieht auch so ein bisschen aus... Wie nennt man das denn? Wolkenschleim, glaube ich. Das hatte letztens Hannah. Und irgendwie sieht das so aus. Ist das etwa Wolkenschleim? Ach Julian, erzähl doch keinen Unsinn. Wie soll denn eine Rutsche aus Wolkenschleim bitte funktionieren? Die würde doch direkt einkrachen. Doch, Martin. Das ist hier mit dem Wolkenschleim verwandt. Das ist was Ähnliches. Und wie geht's jetzt weiter, Stefan? Einfach die Rutsche aufbauen. Nichts leichter als das. Ja! Yeah! Oh Mann, das wird sowas von eine coole Rutsche. Okay, Stefan, ich will so eine Spiralrutsche, okay? Wie klasse ist das denn? Aber warum haben wir hier die Rutsche in Papas und Mamas Schlafzimmer gemacht? Das finde ich nicht so schön, weil da muss ich immer hier rein und bestimmt sagen sie, nein, jetzt ist vorbei. Ach Julian, erzähl doch nicht so viel. Natürlich kannst du hier immer rutschen, wobei ich glaube, die muss schon morgen früh wieder weg, die Rutsche. Aber wir können sie jetzt mal testen. Ich bin aber Erster, okay? Julian, aber bitte vorsichtig, ich habe die Rutsche doch noch nicht geprüft. Also Onkel Stefan, also wir kennen uns ja jetzt schon ziemlich lange und du weißt, dass ich der absolute Rutschenmeister bin, das weißt du, oder? Und jetzt geht's los! Oh Mann, Onkel Stefan, das ist eine super Rutsche! Wow! Aber hier am Ende der Rutsche, da hätten wir vielleicht noch irgendwas bauen müssen. Da sind wir ja direkt auf dem Boden. Oh, das tat weh. Hey, ihr Schlafmützen da oben! Ihr könnt jetzt auch runterrutschen! Du, Stefan, meinst du, ich kann vielleicht mal vor? Also ich finde die Rutsche ziemlich cool, muss ich sagen. Na gut, Martin, los, auf eigener Gefahr aber.
Oh, das habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Oh, Julian, Julian, weg da, Julian, weg da. Oh, Papa, ist ja gut, ich habe dich doch gesehen. Und, wie war's? Es war super. So, Onkel Stefan, jetzt bist du dran. Also, mal gucken, ob du bis hier nach unten kommst. Also, es hat schon ziemlich gewackelt. Aber Julian, meine Rutschen wackeln doch nicht. Das will ich doch gleich mal ausprobieren. Hier kommt der Stefan-Test. Und, wie war's, Onkel Stefan? War doch alles super. Oh Mann, wieder eine eigene Rutsche hier in der Luxusvilla. Wenn das nur Hannah und Emma sehen könnten und auch Mama, ich glaube, die würden sich richtig freuen. Oh wow, eine Rutsche! Martin, was ist hier los? Ihr wolltet bestimmt die Rutsche für euch alleine haben, sonst wären wir gar nicht nach draußen gegangen, hätten wir das gewusst. Oder ist das eine Überraschung für uns? Komm, Emma, egal, einfach rutschen. Claudia, ihr seid ja schon da. Ist es schon... Oh, ich sehe schon, es ist schon so spät. Überraschung. Das ist eine richtig tolle Überraschung. Ja, wer als erstes oben ist, Hannah. Ich rutsche als erstes. Hey, wartet. Ich muss als erstes rutschen. Ihr wisst, ich bin der Rutschenmeister. Martin, wirklich schon wieder eine Rutsche hier bei uns im Haus? Das mit deinen Überraschungen, das wird mir langsam ein bisschen viel. Das war alles Julians Idee. Der hat hier nur Stress gemacht. Und dann, nein, das stimmt nicht. Ich wollte die Rutsche auch. Viel Glück, Martin. Und tschüss, Claudia. Bis zum nächsten Mal. Ach, Martin, das war ja wieder total klar, dass Stefan mit von der Partie ist. Wer kann sonst so tolle Rutschen bauen? Du nicht. Oh, hey, Mama, jetzt kommt doch auch mal hoch. Ihr braucht euch da nicht streiten. Das ist eine tolle Rutsche. Jeder kann mal rutschen. Ach, Kinder, ich habe wirklich keine Lust zu rutschen. Wirklich nicht. Mensch, Schatz, es tut mir ja leid. Also, ja, vielleicht. Aber willst du nicht vielleicht auch mal rutschen? Komm, nur einmal. Ach, muss das sein? Wow, die ist super! Platz da unten! Nur einmal. Ach, Martin, ich möchte wirklich nicht. Ach, komm ich will schon. Nicht schlafen. Nein, macht ihr das alleine. Ich brauche da nicht dabei sein. Los, Mama! Mama, los! Mama! Nein, Kinder, ich leg mich jetzt hin und ihr solltet euch auch schon mal Bett fertig machen. Und Martin, kannst du dann bitte dich darum kümmern, dass die Rutsche hier morgen früh verschwunden ist? Ja, ich werde mich schon drum kümmern, aber probier's doch wenigstens einmal. Es macht mega viel Spaß. Wenn du Angst hast, können wir auch gerne zusammen rutschen. Ich hab keine Angst. Ja, gut, dann rutsch mal. Ach, na gut. Und das soll Spaß machen? Ja, natürlich. Ich weiß ja nicht. Los, Mama, los! Oh, das ist ganz schön schnell hier. Mama! Achtung, ich komme! Und, wie war's? Du warst ja ziemlich schnell. Oh, was für eine Abfahrt. Ich habe total vergessen, was es für ein Riesenspaß ist zu rutschen. Also ich könnte ruhig noch ein paar Mal hinterherlegen. Okay, ich bin Erster. So, da wären wir. Sind ja ganz schön viele Kinder da. Mhm. Und dann kommst du dann? Das war der Spielplatz, wo Emma letztes Mal immer Ja gesagt hat. Oh Mann, die kann man echt nicht ärgern. Vielleicht versuche ich es heute nochmal und ich sag einfach immer Nein. Los, Hannah, wollen wir hier hochklettern? Nein. Wie? Wollen wir nicht rutschen? Nein. Heute bestimme ich mal. Ich will da drüben aufs Karussell gehen. Oh Mann, was ist denn mit ihr los? Ist sie irgendwie sauer auf mich? Aber alleine rutschen möchte ich auch nicht. Hannah, jetzt warte doch auf mich. Nein. Hannah, kann ich jetzt auch da drauf? Nein, darfst du nicht. Aber warum? Das macht Spaß. Das ist nicht dein Spielplatz. Nein, ist er nicht. Hannah sagt die ganze Zeit nein, egal was ich sie frage. Das ist komisch. Ist das wieder eins dieser Spielchen, wo man immer nur Ja sagen muss und jetzt ist es immer nur Nein, bestimmt. Probiere ich mal aus. Also, Hannah, du willst doch bestimmt nicht mehr viele Runden fahren, oder? Nein. Hannah, willst du den ganzen Tag hier auf dem Karussell bleiben? Nein. Hab ich's doch gewusst. Hannah, bist du schlau? Oh Mann, Emma, nein. Dann bist du ja blöd. Ach Mann, Emma, du hast mich durchschaut. Du willst doch bestimmt überhaupt nicht gerne rutschen, oder? Nein, eigentlich will ich schon gerne rutschen. Dann komm doch einfach mit. Nein, obwohl, ach, ich lauf einfach mit. Ich bin als erstes oben. Nein, ich. Du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich als erstes rutsche, oder? Nein. Oh Mann, Emma, die kann man echt nicht ärgern. Jetzt hatte ich schon wieder den Spieß umgedreht und bestimmt schon wieder, was wir machen. Na gut, Schluss damit. Du hast mich durchschaut. Ich habe immer Nein gesagt. Das habe ich gewusst. Immer Ja sagen hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Ich finde Ja sagen auch besser als immer Nein sagen. Das ist blöd. Ach, dann lass uns doch jetzt einfach darüber gehen und zusammen an der Turnstange spielen. Schluss mit dem Spielchen. Und Emma, kannst du noch das, was ich dir letztes Mal gezeigt habe? Nein. Ja. Ist egal, ich mach das einfach. Ah, super. Hannah, kannst du das eigentlich auch? Ja, ich kann das. Aber du musst doch Nein sagen. Tada, guck mal. Super. Ja, schlag ein. Ja. Das war cool. Aber jetzt müssen wir leider nach Hause. Ich habe eine gute Idee.
Vielleicht können wir das ja mit dem Nein-Sagen mal bei Julian ausprobieren. Vielleicht kann man den besser ärgern. Der weiß davon ja noch nicht. Wenn er uns irgendwas fragt, dann sagen wir einfach Nein. Das wird lustig, aber ich hoffe nicht, dass er mich fragt, ob ich einen Kakao haben will, weil den möchte ich immer. Hey, na ihr beiden, wollt ihr vielleicht mit mir Fernsehen schauen? Also gerade läuft was richtig Lustiges. Nein. Wollen wir nicht, nein. Ha, wir können das Ganze ja auch mal bei Mama und Papa ausprobieren. Ja, die werden dann auch richtig verwirrt sein. Toll, da will ich einmal nur nett sein und dann sowas. Das war's, ich bin nie wieder nett zu den beiden, das war's. Oh, wie das duftet, herrlich. Aber eigentlich müsste jetzt auch die Waschmaschine fertig sein. Das müsste ich ganz schnell hinkriegen. Also kurz die Waschmaschine ausräumen und dann wieder zurück in die Küche. Das schaffe ich. Vielleicht kann ich ja sogar noch die Wäsche aufhängen. Obwohl, vielleicht brennt dann auch schon das Essen an. Ach. Hey, ich bin wieder da. Was ist denn hier? Claudia, es brennt. Hey. Oh, zum Glück bin ich jetzt nach Hause gekommen. Und zum Glück bin ich natürlich Feuerwehrmann. Aber ich lösche das Feuer lieber, bevor es sich ausbreitet. Oh Mann, wie ist das wieder nur passiert? Puh, gerade noch mal gut gegangen. Claudia, wo bist du denn? Ist denn keiner da? Hallo, sag mal, ist hier keiner da? Da ist schon die erste Wohnung abgebrannt. Wer will hier denn das zweite Haus hier abbrennen lassen? Oh Mann, Claudia! Martin, warum schreist du denn hier so rum? Schön, dass du da bist. Es gibt gleich was zu essen. Das glaube ich nicht. Guck dir das mal bitte an. Also wäre ich jetzt nicht nach Hause gekommen, ein bisschen früher, hätte ich nicht früher Feierabend gemacht. Was wäre dann wohl passiert, hä? Sag mir das mal. Was ist denn hier passiert? Ich war nur ganz kurz oben im Badezimmer und hab die Wäsche aus der Waschmaschine geholt. Oh, ich hätte nie gedacht, dass so schnell ein Brand entsteht. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Also, wie konnte das passieren? Ach, Martin, ich bin froh, dass du rechtzeitig gekommen bist. Sonst hätte sich das hier komplett in der Küche ausgebreitet. Du bist ein richtiger Held, weißt du das? Ja, okay. Ja, ich hab's ja kontrollieren können. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Weißt du noch, wo die Wohnung abgebrannt ist? Also, schön war das ja nicht. Furchtbar war das. Wie lange ist das eigentlich her? Ich glaube jetzt ein Jahr. Ich glaube sogar fast genau ein Jahr, oder? Ja. Das sollten wir, glaube ich, feiern. Ein Jahr Luxusvilla, super. Aber gut, dass unser Haus hier noch steht, die Luxusvilla, weil sonst hätten wir das Jubiläum natürlich nicht feiern können, ne Claudia? Ah, super, toll. Das sieht ja super aus hier. Aber Wassermelonen, zu dieser Jahreszeit, wo hast du die denn gefunden? Die hatte ich noch eingefroren. Hey, was ist hier los? Oh, ist das schon wieder eine Überraschungsparty? Lecker. Kriege ich Geschenke? Oh, das wäre nicht nötig gewesen, Mama, Papa. Julian, verabschiede dich mal bitte von diesem Gedanken. Keine Überraschungsparty. Wir feiern heute zwei Sachen. Einmal, dass unsere Küche hier nicht abgefackelt worden ist, ne Claudia? Und ein Jahr Luxusvilla. Feiern wir jetzt. Schade. Aber, heißt das jetzt, wir dürfen alle unsere Freunde einladen hier zur Party? Oh ja, ich würde auch gerne Dave einladen. Also von mir aus dürft ihr gerne eure Freunde einladen. Oh super, dann gehe ich direkt hoch und rufe Dave an und Pia. Mama, Papa, was ist denn da auf dem Herd? Sollen wir das noch essen? Das sieht aus wie Bilou oder so in der Bratpfanne. Nein, Emma, das kann man nicht mehr essen. Das sollte eigentlich unser Mittagessen werden, aber das hat sich, erledigt. Vielleicht könnte das hier wirklich Bilou-Schaum sein. Mama, ich helf dir. So, den Feuerlöscher packe ich mal wieder weg, oder, Claudia? Mach das ruhig. Das sieht lecker aus. So ein Burger ist größer als mein Kopf. Mama, Dave ist jetzt gerade noch am Telefon dran. Wann geht denn die Party los? Hanna, er kann eigentlich sofort kommen. Wir sind mit unseren Vorbereitungen fertig. Die Party kann steigen. Ich muss nur noch kurz die restlichen Spuren verwischen. Julian, hast du etwa deine ganze Kita-Gruppe eingeladen? Ja, wieso denn nicht? Also, Mama und Papa, die haben gesagt, wir dürfen unsere Freunde einladen. Ja, und die aus der Kita sind meine Freunde. Hey, du Julian, sag mal, ist das deine Schwester? Die ist ziemlich süß. Was, süß? Also ganz, ganz wichtig, Steve, die ist nicht süß, gar nicht süß. Und außerdem, die ist mit Dave zusammen. Diesen Dave. Oh Mann, der ist bestimmt auch wieder da. Ich habe ihn, glaube ich, schon gesehen. Meinst du den Jungen da? Ja, genau den, das ist Dave. Schade. Warte mal, da kommt mir eine super Idee gerade, Steve. Ich könnte euch ja eigentlich verkuppeln. Du, Hanna, sag mal, kennst du meinen Freund Steve hier? Der ist ziemlich süß. Oh, schön, dass du auch gekommen bist, Clara. Ja, danke für die Einladung. Und du bist auch nicht die Einzige, die von meinen Freunden kommt. Ich habe noch jemanden eingeladen. Ich habe auch noch Justin eingeladen. Das ist ein Junge. Hi, Emma, du Schlafmütze. Und wer ist das? Das ist meine Freundin Clara. Es ist eine echt tolle Feier heute. Ein find tolles Jubiläum. Finde ich auch. Und es ist so toll hier eingerichtet bei uns mittlerweile. Ich finde es richtig schön. Du sag mal, Martin, wenn ich vorher gewusst hätte, dass ihr hier eine Party habt, dann hätte ich doch noch die ein oder andere Rutsche einbauen können. Das wollte ich eigentlich auch, aber ich glaube, Claudia wäre da nicht so begeistert von. Du sag mal, Schatz, ist das hier die Vorparty oder was ist hier los? Das nennen die Party, das ist ja wohl... Sowas von abgedroschen. Unmöglich. Oh mein Gott.
Weiß einer von euch, wann das Feuerwerk hier startet? Nein, Nils, aber ich dachte auch, dass hier irgendwie noch richtig was los ist mit einem Clown und noch mit einem kleinen Kuchenbuffet. Also Fingerfood gibt's ja auch nicht. Also was ist das denn für eine Party, Mutter? Und die Feuershow? Du, Julian, mein Lieber, ich möchte dich was fragen. Und zwar, wo habt ihr denn das Fingerfood versteckt? Also ich hätte ziemlich Lust auf Kaviar oder sowas. Was? Kaffee? Nein, Kaffee haben wir nicht hier. Kann sein. Frag mal Mama. Und was? Fingerfood? Frag mal Mama. Ja, ja, aber Mama und Papa wissen das. Geh mal von da vorne hin. Ja, ja, die wissen das schon. Was ist das nur für eine Party? Wo sind wir hier nur gelandet? Und keine Kellner. Oh mein Gott, also, das ist doch keine Party. Oh Mann, wer hat denn Nils eingeladen? Und ist der Rest der Familie Schnösel auch noch da? Och, nö. Oh, Papa, klasse. Also, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du mich überrascht und dass du sagst, dass wir nach einem neuen Skateboard gucken heute. Oh Mann, ich hoffe, ich finde eins. Aber, Julian, ich habe gesagt, wir gucken nach einem Skateboard. Ich habe nicht gesagt, dass wir dir ein neues kaufen. Vielleicht, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber weißt du, was richtig doof ist, Papa? Dass hier die Eisdiele nicht mehr da ist. Ja, Julian, ist auch normal. Wir sind mitten im Winter, also der Winter kommt und da ein Eis essen? Ja klar, Papa, ist doch super. Naja, Julian, ich glaube, wir müssen nach oben in den Sportladen. Ab zum Aufzug. Papa, irgendwie ist es auch nicht mehr so richtig voll hier im Einkaufszentrum. Ja, Julian, es ist auch ziemlich spät. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Julian, ruhiger. Oh, verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht anrempeln. Kein Problem. Martin? Martin Vogel, bist du das? Anna, sag mal, was machst du denn hier? Ich dachte, du wohnst nicht mehr in Playmobil City. Warst du nicht vor einigen Jahren hier weggezogen? Also, ich bin wieder zurück nach Playmobil City gekommen. Schön, dich zu sehen. Oh, ja, ja, auch schön, dich zu sehen. Ach, Martin, lass dich mal umarmen, okay, wie ich dich vermisst habe. Ich dich auch. Oh Gott. Du, Anna, es hat mich gefreut, aber mein Sohn... Martin, willst du schon wieder gehen? Wir müssen doch unsere alte Freundschaft wieder aufleben lassen. Was? Schön, dass wir uns wieder getroffen haben. Das kann doch kein Zufall sein. Oh Mann, wenn ich ein neues Skateboard finde, Papa, dann... Papa? Hey, Papa! Oh, ist ja klar. Papa, kommst du jetzt bitte? Papa! Papa! Oh, was? Wie bitte? Martin, ist das etwa dein Sohn? Wie niedlich! Julian, kann er nicht einmal ruhig sein? Julian, ich komme gleich. Ach, Julian heißt er. Oh Gott, warum habe ich den Namen gesagt? Oh nein. Ja, das ist mein Sohn. Oh, Papa, wo bleibst du denn? Das ist der kleine Julian. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Julian, um ein Haar wäre ich deine Mutter geworden. Was? Denn Papa, der war nämlich früher in mich verliebt. Was? Papa, was erzählt die Frau da? Julian, das ist vollkommen egal. Gehst du bitte zum Aufzug? Oder noch besser. Warte mal, Papa. Wie, du warst früher in die verliebt. Aber du bist doch mit Mama verheiratet, oder nicht? Ach, wir waren ganz früher in der Kita. Was? Ein ganz schönes Pärchen, dein Papa und ich. Wir waren das schönste Pärchen in der ganzen Kita. Das muss doch gerade ein Albtraum sein. Julian, kommst du mal bitte hier hin? Ich muss mal was mit dir besprechen. Nee, Papa, das finde ich jetzt ganz interessant. Wenn das Mama erfahren würde, ich glaube, dann kriegst du richtig Ärger. Also damals, ich war kaum älter als du jetzt bist. Und ich war so verliebt in deinen Vater. Jetzt ist aber gut. Anna, wir müssen jetzt leider los. Julian, wir müssen nach Hause. Wir können jetzt nicht mehr zum Skateboardladen. Du hast zu viel geplappert. Ab nach Hause. Oh Mann, Papa, das ist sowas von unfair. Was kann ich denn jetzt dafür? Du warst doch die ganze Zeit hier. Julian, keine Widerworte. Wir gehen jetzt ab nach Hause. Anna, mach's gut. Wir sehen uns vielleicht oder doch lieber nicht. Julian, sei jetzt ruhig. Ab nach Hause mit dir. Oh, toll, Papa. Jetzt nur wegen dir oder was? Also, wenn ich das Mama erzähle, ne, dann kannst du was erleben. Martin, ich liebe dich. Wie bitte was? Anna, hast du was gesagt? Nein, also macht's gut, tschüss. Oh, das war der reinste Albtraum gerade. Julian, ab nach Hause. Oh, ja, ist ja schon gut. Können wir uns nicht noch ein Eis... Oh toll, die Eisdiele gibt's ja auch nicht. Oh, das ist der schlimmste Tag hier, das erzähl ich Mama. Na, meine beiden Jungs, wie war's denn im Einkaufszentrum? Habt ihr ein schönes Skateboard gefunden? Nein, natürlich nicht, weil Papa, der hat, Julian, geh doch einfach nach oben. Du darfst den ganzen Abend auch Minecraft zocken und auch so viel Chips essen, wie du willst. Und du musst auch nichts an Emma und an Hannah abgeben. Geh einfach nach oben und zock die ganze Nacht. Okay, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich glaube, ich träume oder so. Ich bin dann oben, die ganze Nacht an Minecraft zocken. Klasse! Martin, du kannst doch Julian nicht so viele Sachen erlauben. Das verstößt auch gegen die Regeln, die wir mit ihm aufgestellt haben. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja. Alles super. Ich wollte ihm eigentlich ein Skateboard kaufen und er hat gesagt, nein, Papa, ich möchte noch kein Skateboard. Ich möchte vielleicht später eins oder vielleicht mir ein Schulheft kaufen. Deswegen habe ich ihn jetzt dafür belohnt. Das ist aber schön. Der hat sich ja richtig vorbildlich verhalten, der Julian. Hat's gerade geklingelt? Es ist doch schon spät. Wer ist denn die Frau da an der Tür? Das ist der reinste Albtraum gerade.
Du Claudia, ich kümmere mich drum. Die will bestimmt irgendwie nur was verkaufen oder so. Vielleicht ein paar Kekse oder so. Ich kümmere mich schon drum. Du kannst ruhig hierbleiben. Ach, Martin. Also, wenn sie wirklich Kekse verkauft, dann nimm ruhig welche. Da hätte ich jetzt wirklich Appetit drauf. Ach, natürlich. Mein Schatz liebt doch Kekse. Ja, das weiß ich doch. Ich kenne dich doch und ich liebe dich doch über alles. Ja, ja, ich kümmere mich schon drum. Mach dir mal keine Sorgen. Anna, was machst du hier? Also, ich konnte es irgendwie einfach nicht lassen. Ich wollte gerne mal sehen, wo ihr wohnt. Ich wollte auch gerne mal deine Familie kennenlernen und deine Frau. Und wie hast du das rausgefunden? Ich bin euch gefolgt. Oh Gott. Das ist also dein Haus? Und das ist hier die Haustür. Und da kannst du eigentlich bleiben. Deine Frau? Also, du Martin, was hat sie denn für Kekse? Welche mit Schokolade oder eher mit Nüssen? Ach, du musst die Claudia sein. Hallo, ich bin die Anna. Hast du sicher schon mal von mir gehört, nicht wahr? Claudia, vergiss es. Da hat sich, die Frau hat sich verirrt irgendwie. Die sucht nach einem anderen Haus. Keine Ahnung, warum sie jetzt hier rein will. Anna, der Name sagt mir irgendwas. Anna, die immer in der Schule gepopelt hat? Gepopelt? Das stimmt doch gar nicht. Martin, was erzählst du denn über mich? Hast du dir nicht erzählt, dass wir früher verliebt waren in der Kita? Aha. Claudia, du weißt doch, ich hatte doch einmal von dieser Anna erzählt. Vor Jahren war das mal. Du weißt doch noch. Oh Gott, oh Mann. Ach so, die Anna. Ja, davon hat mir Martin erzählt. Auch, dass du einfach abgehauen bist und hast ihm nicht Bescheid gesagt und dann warst du auf einmal weg. Ach, Martin, das hätte ich niemals tun sollen. Das hast du nicht verdient. Claudia, Schatz, das tut mir leid. Anna, ich glaube, es wird langsam Zeit, dass du gehst. Ach, das ist doch gar kein Problem. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dich kennenzulernen, Anna. Ihr wart sicherlich ein süßes Paar in der Kita. Eine Sandkastenliebe. Schön. Oh Mann. Anna, jetzt, Claudia, ganz, ganz witzig. Anna, raus. Du musst jetzt gehen. Tut mir leid. Ach, Mensch, schade, Martin. Aber ich komm die Tage einfach nochmal wieder vorbei, okay? Lieber nicht. Ja, natürlich. Oh Mann. Ciao. Oh Mann, was für ein Albtraum. Du, Schatz, ich glaube, wir müssen umziehen. Ach, Martin, mach dir doch deswegen keine Sorgen. Das ist über 30 Jahre her. Ich fand's eigentlich ganz süß, so eine Sandkastenliebe. Naja, bis auf die Tatsache, dass sie früher immer gepopelt hat. Ja, ich weiß auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass sie gepopelt hat, sag ich mal jetzt so. Ja, Martin, du und Popeln. Ihr seid ein super Team. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du früher in der Kita ständig gepopelt hast. Was? So, dass du sogar Nasenbluten hattest. Und jetzt komm essen. Oh nein, warum konnte ich das bloß machen? Wenn das Mama und Papa herausfinden, das gibt Ärger. Und wenn ich von der Schule fliege, dann sind Mama und Papa so enttäuscht. Weil ich doch eigentlich immer so gut war. Und dann kann ich auch niemals eine Ausbildung machen. Was soll ich denn dann machen? Ich hoffe nicht, dass die Lehrerin das macht. Jetzt bin ich wirklich erledigt. Oh, diese Serie, die ist einfach mega spannend. Oh, hat's gerade geklingelt? Mann, ich verpasse noch was. Ist ja gut, ich komme schon. Wer mag das wohl sein? Ach, es ist nur der Postbote. Hallöchen, sind Sie die Frau Vogel? Ja, die bin ich. Ich habe hier ein Einschreiben für Sie. Ein Einschreiben? Das klingt aber offiziell. Das muss was Wichtiges sein. Einmal bitte hier unterschreiben. Mhm. Vielen Dank und dann gibt's auch schon den Brief. Bitteschön, einen schönen Tag noch. Ebenso, danke. Adressiert an Martin und mich. Claudia und Martin Vogel. Von wem ist der bloß? Der Brief kommt von Hannas Schule. Oh, das klingt gar nicht gut. Da muss ich mich lieber mal hinsetzen. Sehr geehrte Frau Vogel, sehr geehrter Herr Vogel, Ihre Tochter Hanna wird hiermit einen Schulverweis bekommen, weil sie sich respektlos gegenüber einer Lehrerin verhalten hat. Hm? Also das glaube ich jetzt nicht. Hanna ist doch immer so vorbildlich. Sie ist doch eine richtige Musterschülerin. Ein Schulverweis? Oh, nicht, dass sie nachher noch von der Schule fliegt. Das wäre ja eine absolute Katastrophe. Ich muss dringend mit Hanna reden und fragen, was da los war. Sie hat mir gar nichts erzählt. Hanna? Alles ja? In Ordnung? Was ist denn, Mama? Die Frage ist eher, was ist mit dir? Warum weinst du? Ich habe gerade einen Brief bekommen von deiner Schule. Oh nein, Frau Müller hat das wirklich gemacht. Oh, jetzt kann ich sie noch weniger leiden. Oh nein, jetzt fliege ich bestimmt von der Schule. Mir tut das leid, Mama. Darf ich jetzt nie wieder zur Schule gehen? Hannalein, hör auf zu weinen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Möchtest du mir nicht erzählen, was da überhaupt vorgefallen ist? Komm am besten mit mir runter. Wir trinken eine Tasse Tee. Okay. Du musst dich erstmal beruhigen und deine Tränen wegwischen. Und dann kannst du mir alles erzählen. Also, Hanna, hier ist der Brief. Da steht irgendwie was drin, dass du deine Lehrerin respektlos behandelt hast. Was ist da genau passiert? Ach, Mama, das war alles irgendwie eine ganz blöde Idee. Das war im Matheunterricht bei Frau Müller. Guten Morgen, liebe Kinder. Herzlich willkommen zu der ersten Stunde Mathe. Wie ich sehe, sind zwei Schüler nicht da. Die sind bestimmt krank gemeldet. Wie dem auch sei, wir starten jetzt mit dem Unterricht.
Oh, Dave, als ob die krank sind. Die haben bestimmt nur keine Lust auf diese doofe Lehrerin. Ja, stimmt. Hanna, hast du nicht gehört, dass wir jetzt mit dem Unterricht starten wollen? Also bitte das Gerede einstellen. Ja, bitte das Gerede einstellen. Bla, 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 bla. Du, Hanna, lass das lieber, sonst hört sie das noch. Und außerdem, du bist bei ihr sowieso... Du hast doch letztens da bei der einen Arbeit, weißt du noch? Also lass es lieber. Hanna, du bist ja immer noch am Quatschen. Ach, Dave, die kann mir gar nicht. Bist ja immer noch am Quatschen. Hanna, lieber nicht. Hanna Vogel, redest du mir etwa nach? Sehe ich etwa so aus, als ob ich Ihnen nachreden würde? Bin ich etwa ein Papagei? Hanna, bleib doch jetzt mal ruhig. Das geht voll nach hinten los, sage ich dir. Oh Mann, du kriegst sowas von Ärger. Denkst du, ich merke das nicht? Erst bist du am Quatschen und jetzt äffst du mich nach. Oh ja, ist ja gut. Bin ich ein Affe? Äffen? Affe? Hä? Also jetzt reicht's mir aber mit dir. Du verlässt jetzt sofort meinen Unterricht und dafür gibt's einen Tadel, einen Schulverweis, weil du mich hier wirklich respektlos vor all den anderen Schülern behandelst. Echt jetzt? Das können Sie doch nicht machen. Regen Sie sich doch mal ab. Ich hab's doch überhaupt nicht böse gemeint. Also bei sowas verstehe ich wirklich keinen Spaß. Ich habe dich mehrfach ermahnt und du hast mich die ganze Zeit nachgemacht. Jetzt ist Schluss. Oh ja, Mann, ich gehe ja schon, aber wer? Sie machen das mit dem Schulverweis. Oh Mann, dabei habe ich doch Hanna gewarnt. Ich hoffe, sie bekommt diesen Verweis nicht, diesen Tadel. Oh, das wird ziemlich doof. Siehst du, Mama, so war das. Ich habe wirklich nur zweimal ganz kurz sie nachgeäfft. Das sollte lustig sein. Ich wollte Dave irgendwie beeindrucken. Und dann, sie hat es viel zu ernst genommen. Ach, Hanna, ich hätte sowas von dir nie gedacht. Vielleicht von Julian, aber sonst benimmst du dich doch immer sehr, sehr gut in der Schule. Ja, ich weiß, Mama. Sowas mache ich auch eigentlich nicht. Aber ich kann die wirklich nicht leiden, die alte Hexe. Tut mir leid, Mama. Ich mach sowas nicht mehr. Dann reiß ich mich zusammen. Aber Hanna, du musst so oder so mit deinen Lehrern auskommen. Schließlich bewerten sie dich. Nur weil du jemanden nicht ausstehen kannst, kannst du ihn nicht schlecht behandeln. Das musst du einfach tolerieren. Ich werde jetzt versuchen, deine Lehrerin, Frau Müller, anzurufen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du dich einfach bei ihr entschuldigst. Oh, in der Schule ist es echt nicht einfach. Man hat wirklich ab und an mal Lehrer oder Lehrerin, mit denen man sich überhaupt nicht versteht. Da kann ich Hanna schon verstehen. Oh, komm schon die Treppe hoch. Bitte, hilf doch mal ein bisschen mit. Oh, jetzt mach dich doch bitte nicht so schwer. Ich hab nicht so viel Kraft. Ach, jetzt bin ich schon oben angekommen. Nur noch ein kleines Stück. Los. Oh nein. Aua. Jetzt sind wir wieder unten. Was war denn das für ein Lärm? Es ist alles nur deine Schuld, Mann. Emma, was hast du hier schon wieder mit den Schnitten zu tun? Der sollte doch in der Garage bleiben. Ach, ich wollte nur gucken, ob er in Ordnung ist. Ich wollte ihn ein bisschen abstauben. Oh, ganz schön staubig. Emma, Papa hat das doch schon mit dir besprochen. Es wird nicht im Haus Schlitten gefahren. Und Schnee liegt noch gar nicht draußen. Also, der kommt erstmal wieder in die Garage, bis der erste Schnee liegt. Oh Mann, Mama, so lange kann ich nicht warten. Ich finde das total fies. Von dir und auch von Papa. Warum darf ich nicht Schlitten fahren? Och Mann, ich möchte ja nicht immer so gemein und fies sein, aber Schlitten fahren im Haus und dann noch die Treppe runter? Ach, das geht nicht. Es hat nicht funktioniert mit dem Schlitten. Das war keine gute Idee, Mann. Ach Emma, das hätte ich dir auch sagen können, dass das nicht klappt. Das ist doch auch viel zu gefährlich. Oh, wann liegt denn jetzt endlich der erste Schnee? Ich habe schon ein paar Tage gewartet und immer noch ist kein Schnee. Emma, wie es aussieht, musst du erst warten, bis der Schnee fällt. Und dann kannst du Schlitten fahren, aber vorher funktioniert das nicht. Was? Du bist ja genauso wie Mama und Papa und ich dachte, wir wären Freunde. Du musst mich doch unterstützen. Toll, alles sind gegen mich. Ich darf nicht im Haus Schlitten fahren. Ich finde das ungerecht. Ach Mann, immer wenn Emma sich was in den Kopf gesetzt hat, dann will sie das unbedingt erreichen. Irgendwie muss doch hier auch was sein, womit man Schnee machen kann, weil in die Küche kann ich nicht. Da habe ich ja letztes Mal Mehl genommen, aber Mama, die guckt bestimmt, was ich mache. Da oben ist was. Oh, das ist doch Papas Rasierschaum. Oh, ich muss erstmal hochklettern. Oh, das ist anstrengend. Yay, Klettermeisterin Emma hat's geschafft. So, und mit dem Rasierschaum, da kann ich bestimmt auch Schnee machen. Wie riecht denn das? Das riecht nach Papa. Das finde ich gut. Das nehme ich jetzt mit in mein Zimmer und da mache ich Schnee. Guck mal, was ich gefunden habe. Das ist Schaum. Damit kann ich Schnee machen. Aha, okay. Das kenne ich gar nicht. Ob deine Eltern denn damit einverstanden sind? Ach, die müssen das doch nicht wissen. Du bist so vernünftig wie Mama und Papa. Ich brauche neue Freunde. Und wenn ich hier ein bisschen Schaum drauf mache auf meine Hand, dann sieht das aus wie Schnee. Guck, und da ist ganz viel Schaum in dieser Dose. Oh, das sieht schön aus. Mhm. Und das riecht wie dein Vater. Ja, das riecht nach Papa.
Und mit dem Schaum, da mache ich mir einen riesigen Schneefreund. Einen Schneemann, ja, genau. So, wie fange ich denn an? Also erstmal braucht der Schneemann einen Körper. Oh, das sind schon mal die Beine. Das ist ja riesig. Oh, der Schneemann wird ganz toll. So, dann kommt als nächstes, also als erstes die Beine und jetzt kommt der Oberkörper. Oh, super. Der ist ja schon riesengroß. Schau doch mal, der ist fast so groß wie ich. So, und zum Schluss fällt jetzt nur noch der Kopf. Aber der muss da oben drauf, da komme ich doch nicht mehr ran. Oh, Mist. Ich könnte ja vielleicht mich auf Julians Skateboard stellen. Oh, die Dose ist auch schon fast leer, glaube ich. Also jetzt noch den letzten Rest für den Schneemannkopf. Oh, jetzt ist er fertig. Yippie! Emma, der Schneemann ist doch gar nicht fertig. Der braucht doch noch ein Gesicht und eine Nase. Ach ja, stimmt. Was machen wir denn da? Ich glaube, sowas finde ich bei uns in der Küche. Ich darf mich nur nicht erwischen lassen. Da bin ich wieder. Ich habe mich schön an Mama vorbeigeschlichen. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe, Schneemann. Du kriegst jetzt eine Nase, die ist aber nicht zum Essen. Aber du hast ja auch gar keinen Mund. Oh Mann, du siehst echt ulkig aus. Aber was ganz Wichtiges fehlt dir noch. Du hast noch gar keine Augen. Die male ich dir jetzt einfach mit dem Stift. Und jetzt bist du aber wirklich fertig. Aber du, Schneemann, du hast ja noch gar keinen Namen. Und jetzt siehst du schon richtig lebendig aus. Brauch einen Namen für dich. Soll ich dich vielleicht Karotti nennen, wegen deiner Karottennase? Oder soll ich dich vielleicht Olaf nennen, von dem Film? Oder soll ich dich vielleicht Knuffel nennen, weil du so knuffelig bist? Ihr könnt es gerne abstimmen. Drückt mal auf das kleine I. Und da müsst ihr auf den Namen drücken, der euch am besten gefällt. Und so heißt dann mein Schneemann. Oh, ich hab dich lieb, Schneemann. Du bist mein neuer bester Freund. Guten Morgen, Julian. Stehst du bitte auf zur Kita? Nein, Mama, heute nicht. Heute mal nicht. Ich bleib heute im Bett. Ich habe keine Lust. Wie bitte? Das will ich nicht gehört haben. Wenn du nicht gerade krank bist, musst du zur Kita gehen, Julian. Oh ja, ist ja gut, Mama. Ist ja gut. Mach doch keinen Stress hier am Morgen. Ich stehe schon auf und dann gehe ich zur Kita. Ist ja gut. Das will ich auch hoffen. Nicht, dass du dir wieder irgendeine Krankheit ausdenkst, damit du nicht zur Kita musst. Aber Mann, dabei war es so kuschelig und warm im Bett und jetzt ist es so kalt. Und können wir nicht mal die Heizung hier ein bisschen höher stellen? Oh Mann, und jetzt in die Kita. Oh, in letzter Zeit habe ich gar keine Lust mehr auf die Kita. Ich würde viel lieber in die Schule oder so. Wobei, da wird es wahrscheinlich auch langweilig. Aber warum ist die Kita immer so früh morgens? Kann die nicht irgendwie erst später anfangen und dann auch nur ein, zwei Stunden gehen? Das wäre sowas von super. Naja, ich mache mich jetzt mal fertig. Zähne putzen auf dem Klo, das macht mich froh. Und Sportzeit. Da bin ich gleich schon fertig und kann los. So, jetzt nur noch meinen Rucksack mitnehmen und dann geht's eigentlich schon los in die Kita. Oh Mann. Aber bestimmt gibt's wieder irgendwas Besonderes in der Kita. Entweder ein neuer Erzieher oder neue Erzieherin oder ein neues Kind. Oh, das wird mir langsam ein bisschen zu viel hier. Guten Morgen, Brigitte. Und was gibt's Neues? Guten Morgen, Julian. Eigentlich nichts Neues, aber bist du irgendwie schlecht drauf? Ja, ich habe ein bisschen schlecht geschlafen, glaube ich. Ich hätte auch erwartet, dass hier eigentlich eine ganz, ganz neue Kita steht. Bei den ganzen Neuerungen, die hier in der Kita so stattfinden. Oh Mann, ich gehe mal meinen Rucksack ablegen. Keine Ahnung, was mit Julian nicht stimmt. Ob er wohl noch mir hinterher trauert? Hi Julian, guten Morgen. Warum guckst du so? Alles okay? Ja, alles gut, alles gut. Ja, wie soll's mir schon gehen? Wie immer, ne? Also, die Kita steht ja noch, also alles gut. Und einen Platz im Bällebad habe ich auch noch, also das ist ja wenigstens gut. Also Julian, du siehst irgendwie total komisch aus. Ich weiß auch nicht, anders als sonst. Oh, gar nichts. Sieh mal mir an, dass ich so schlecht gelaunt bin, oder was? Hey, du Julian, sag mal, du kannst ja mein Lieb haben, wenn du möchtest. Weil du siehst so schlecht gelaunt aus. Na, no, Steve, das brauche ich nicht. Ich will deinen doofen Sieb nicht haben. Brauche ich nicht. Leute, wisst ihr was? Lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche jetzt mal ein paar Minuten für mich. Hier habe ich jetzt endlich mal meine Ruhe. Also ich weiß ja nicht, ich bin heute irgendwie ein bisschen komisch drauf, aber in letzter Zeit passiert so viel und das möchte ich nicht. Es ist so viel passiert. Zum Beispiel, Mia ist jetzt weg und dann kam vorher noch Ashley und jetzt kommt Steve. Dann war zwischendurch der große Julian wieder da und dann das Kind von Brigitte. Und das ist viel zu viel und dann kam auch Dirk zwischendurch, was ja nicht ganz cool ist. Und ich mag ja auch Steve, aber das ist mir alles zu viel gerade. Wo ist denn der Julian hin? Wisst ihr da was? Brigitte, der Julian, der hat sich da hinten in die Ecke verkrümelt und der ist eine beleidigte Leberwurst. Julian, was machst du denn da in der Ecke so alleine? Ach, gar nichts. Aber Brigitte, ich möchte einfach nicht, dass sich hier irgendwas noch ändert, so. Oder bei mir zu Hause. Kann es nicht mal ein paar Tage so bleiben, so wie es ist? Ach, Julian, du musst doch jetzt hier kein Trübsal blasen. Veränderungen gehören zum Leben dazu. Und so wie es ist doch alles toll, oder? Neue Kinder,
Mit denen hast du dich schon angefreundet. Ich bin noch da. So viel hat sich doch gar nicht verändert. Also ich finde schon, dass sich hier einiges geändert hat. Guck doch mal, was du aufgezählt hast. Das ist viel zu viel Veränderung. Ich möchte die alte Kita Sonnenschein zurückhaben. Mit mir und alles andere. Tut mir leid, aber du verstehst das einfach nicht. So viel Veränderung bei mir. Ich brauche jetzt ein bisschen frische Luft. Eieiei, das klingt gar nicht gut. Was ist nun mit ihm? Vielleicht ist es wirklich mir. Und in letzter Zeit haben sich wirklich einige Sachen verändert. Aber zum Positiven, finde ich. Oh, tut das gut hier, die frische Luft. Aber ich hoffe, keiner kommt mir nach. Ich muss mal ein bisschen nachdenken. Also wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich jetzt sagen, die Kita bleibt so, wie sie ist. Also keine neuen Kinder, die alten Kinder wieder hierhin. Keine neuen Erzieher. Wobei die Rutsche, die könnte eigentlich hier rein. Aber alles andere nicht. Aber wie kriege ich das denn hin, dass keiner mehr hier in die Kita kommt? Also dass alles so bleibt, wie es ist. Oh, natürlich! Warum bin ich nicht schon vor auf den Gedanken gekommen? Ja, die Kita wird jetzt nicht gemacht. Das da hinten ist so eine Baustelle, oder nicht? Da kann ich mir ein paar Absperrungen holen und dann die Kita absperren. Ja, das wär's doch. So sieht mich jemand? Ich glaube nicht. Dann leihe ich mir mal diese Absperrung kurz aus. Oh, warum sind die so schwer? Oh Mann, mein Rücken tut ja jetzt schon weh. Oh, jetzt verstehe ich, warum Papa sagt immer, mein Rücken, wenn er so schwere Sachen immer heben muss. So, perfekt. Hier kommt keiner mehr rein. Wobei, dann kommt auch keiner mehr raus. Aber ist ja nicht schlimm. Dann bleibt alles so, wie es ist. Aber ich brauche noch mehr Absperrung. So, jetzt ist die Kita aber wirklich dicht. Hier kommt keiner mehr rein. Und ich bin heute der Türsteher. Und ich lasse keinen mehr rein. Nö. Mal sehen, wie es Julian geht. Vielleicht hat er sich ja schon beruhigt. Nicht, dass er denkt, dass er mit seinen Problemen alleine ist. Wo ist er denn? Julian? Ist er vielleicht abgehauen? Nein, also irgendwo hier muss er doch sein. Hallo, Sie da. Ja, Sie meine ich. Also kommen Sie gar nicht erst auf die Idee, das Kind hier in dieser Kita anzumelden. Da hinten ist noch eine andere Kita. Da können Sie gerne hin, kein Problem. Die Kita ist geschlossen. Ja, das könnte ich doch sagen. Ja, hier ist auch gar keine richtige Kita mehr. Das wird jetzt bald was anderes. Ja, also das ist keine Kita mehr. Ach, also wenn das so ist, hast du gehört, Michelle? Wenn du groß bist, dann kommst du nicht in die Kita Sonnenschein, sondern in eine andere. Schade eigentlich, ich fand die immer so schön. Ja, und das können Sie in ganz Playmobil City erzählen. Also die Kita Sonnenschein ist ab sofort geschlossen. Julian, was machst du denn da? Wie sieht's hier überhaupt aus? Brigitte, ich habe gesagt, ich möchte keine Veränderungen mehr. Und das habe ich jetzt in die eigene Hand genommen. Also die Kita ist jetzt zu, also da darf jetzt keiner mehr rein. Aber auch keiner mehr raus. Was? Woher kommen überhaupt die ganzen Sachen hier? Hast du die bei einer Baustelle geklaut? Was? Ich klauen? Also, Brigitte, du kennst mich. Ich würde nicht klauen. Ich hab sie mir nur ausgeliehen. Julian, die ganzen Sachen, die baust du sofort wieder ab. Die bringst du zurück zur Baustelle. Die Kita ist nicht geschlossen. Aber warte mal, warum bist du überhaupt hier draußen? Du sollst doch drinnen sein. Also, es darf keiner mehr raus. Hallo? Julian? Oh, voll gut, dass es geklappt hat. Endlich dürfen wir mal alleine hier auf die Kirmes. Ohne Eltern. Hi, Hanna. Sag mal, musste John unbedingt auch mitkommen? Ach, Pia, John ist doch nett. Und wir sind doch alle befreundet. Oh Mann, seitdem Pia nicht mehr mit John zusammen ist, versucht sie ihm ständig aus dem Weg zu gehen. Hey Jungs, kommt ihr mit? Lass uns zum Breakdancer gehen. Coole Idee, also kommt. Breakdancer, jetzt? Ja, okay, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Der fährt ja, glaube ich, noch. Oh, Dave, wollen wir vielleicht gleich zusammen in einen Wagen gehen? Ja, wieso nicht? Oh, Hanna, jetzt muss ich ja dann mit John in eine Kabine. Hey Pia, also wenn die beiden zusammen in einen Wagen wollen, können wir das ja auch. John, tut mir leid, aber ich bin schon mit Hanna in einem Wagen. Okay. Hanna, wir wollten noch in einen Wagen, stimmt's? Ja gut, dann machen wir Mädchen zusammen und Jungen zusammen. Oh Mann, war ja klar, dass sie sich wieder so anstellen. Ja gut, dann gehe ich halt mit John in einen Wagen. Ist ja kein Problem für mich. Ist ja wieder irgendwie typisch Mädchen, oder Dave? Ja. Voll gut, ich habe bei meinem Taschengeld so viel dabei, dass ich einen Breakdancer kann und auch noch ins Riesenrad. Und vielleicht kann ich mir auch noch Zuckerwatte holen. Echt? Mann, du hast super viel Geld dabei. Bestimmt 20 Euro, oder? Ich weiß nicht, ob ich so viel habe. Hey, sag mal, worauf wartet ihr noch? Ich habe hier schon die Tickets geholt. Also, John hat jetzt das Geld für die Tickets vorgestreckt. Wir müssen ihnen gleich alle 4 Euro zahlen. Das ist gar kein Problem für mich. Ich habe in meinem Portemonnaie über 20 Euro. Oh, ich wäre so gern noch länger geblieben, aber ich habe kein Geld dabei. Aber meinte das Mädchen da nicht gerade, dass sie über 20 Euro hat? Das brauche ich. Hanna, wollen wir hier den pinken Wagen nehmen? Ja, das ist echt die schönste Farbe hier. Du, Hanna, wollen wir nicht unsere Tasche hier hinlegen? Dann fliegt ihr nicht so in dem Wagen rum, wenn es richtig losgeht. Pia, meinst du einfach hier liegen lassen? Ja, das wird schon keiner nehmen. Los, Hanna, es geht gleich los. Na gut, wird schon keiner nehmen. Wir haben das ja auch im Blick. Hey, Dave! Huhu, hier drüben! Hanna, viel Spaß! Es geht sofort los, ey! Das wird sowas von schnell! Oh, es ist schnell! Es macht echt Spaß! Oh! Hey, hier, ohne Hände!
Da liegen ja die Taschen von den Mädchen. Und ein Mädchen hatte ja auch so viel Geld dabei. Welche war das denn von beiden? Ich glaube, es war die blaue Tasche. Wenn ich beide mitnehme, dann ist das zu auffällig. Ich nehme nur die blaue. Alle die Hände hoch! Alle die Hände nach oben! Wow, wie lange geht denn das? Ich kann nicht mehr. Mir wird schon ganz schwindelig. Wow, das war so gut, Dave. Mir ist immer noch ein bisschen schwindelig. High five, John. War cool. Mhm. Wartet ihr dann auf mich? Ich hol gerade noch unsere Taschen. Also, das letzte Mal, wo ich auf dem Breakdancer war, ne, da musste sich einer übergeben. Hä, Moment, das ist Pias Tasche, aber wo ist meine Tasche? Ich hab sie doch genau hier hingelegt, direkt neben Pias Tasche. Wo bleibt denn Hannah? Hannah! Ist meine Tasche vielleicht irgendwie runtergefallen? Vielleicht hier unten irgendwo? Och nö, die Tasche ist nicht da und da war doch mein ganzes Taschengeld drin. Hier sind noch ein paar Plätze frei, wer will noch mitfahren? Hey, sie, hallo? Ah, du willst doch mitfahren? Na, dann mal schnell rein. Eine Kabine ist doch frei. Nein, ich suche meine Tasche. Die habe ich hier hingelegt und die ist jetzt nicht mehr da. Haben Sie die gesehen? Du hast eine Tasche auf der Schulter. Ist das nicht vielleicht deine Tasche? Nein, die Tasche gehört meiner Freundin. Ich suche meine Tasche. Die ist blau. Keine Ahnung. Also ich kann dir nicht helfen. Tut mir leid. Leute, meine Tasche ist weg. Oh Mann, es war nur noch deine Tasche da hier, Pia. Deine Tasche was? Und meine nein. ist weg. Wie, deine ist weg? Da waren über 20 Euro drin. Oh nein. Och, hast Mist. Du denn überall geschaut? Ich hätte die doch bloß nicht da hinlegen sollen. Mist. Die hat jemand mitgenommen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich noch nicht mal Breakdancer bezahlt. Das muss ich noch John wiedergeben. Und ich wollte doch so gern noch ins Riesenrad. Oh, guckt mal, das Riesenrad sieht so toll aus. Und ich war da ja letztens schon mit Mama und Julian und Emma drin. Das hat total viel Spaß gemacht. Ich wollte so gerne mit euch zusammen drin fahren. Oh, das Riesenrad sieht richtig cool aus. Ja, ziemlich groß. Oh, ich wäre da so gerne mit euch allen drin. Hey, Hannah, du, wie wär's eigentlich, wenn wir jetzt das Riesenrad für dich bezahlen? Weil du hast ja dein Geld verloren und so. Das wäre jetzt doof, wenn wir jetzt alleine fahren. Ich würde so gerne mitfahren. Ach, Hannah, mach dir keinen Kopf, das wird schon wieder. Vielleicht finden wir die Tasche wieder und dann hast du auch dein Geld wieder. Wir helfen dir aus, kein Problem. Stimmt's, John? Mhm. Oh Mann, das ist echt lieb von euch. Und vielleicht von da oben vom Riesenrad können wir auch irgendwo sehen, wo meine Tasche ist. Vielleicht sehen wir jemanden, der mit meiner Tasche wegläuft. Hallo Julian, na, hast du schön geschlafen? Wie ist denn deine Laune heute? Also ich muss sagen, erstmal guten Morgen, Brigitte. Also heute habe ich echt gute Laune, muss ich sagen. Weil die letzte Sache mit deinem Mann und so, das war ja alles okay. Also mir geht's ganz gut. Oh, Kira, du musst es ihm erzählen. Oder wie lange willst du es noch für dich behalten? Oh, ich kann das aber nicht. Oh Mann, Sarah, weißt du eigentlich, wie schwer das ist? Ich habe total das schlechte Gewissen. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Als du mir das gesagt hast, da war ich echt erstmal richtig baff. Aber wir sollten es ihm doch sagen. Also er sollte es wissen. Hey, guten Morgen, Steve. Sag mal, was machst du da? Ist das ein neuer Ball? Das ist ein neuer Ball. Den habe ich von zu Hause mitgebracht. Oh, schon wieder neu. Wobei, so ein neuer Ball ist doch eigentlich richtig gut. Warum rege ich mich jetzt auf? Ist doch super, Steve. Ist echt cool. Du, Julian, sag mal, hast du Kira irgendwas angetan? Die ist ganz komisch heute. Und Sarah auch, die wollen irgendwie nicht reden. Nee, hab eigentlich nichts gemacht, aber... Stimmt, komisch, die sind da irgendwo in der Ecke. Normalerweise sind die doch jetzt um diese Uhrzeit im Bällebad. Hey, guten Morgen, ihr beiden. Na, alles klar? Hey, Julian. Hallo, Julian. Nein, Sarah, ich sag dir das jetzt nicht. Nein, los. Nein, ich kann nicht. Ist wirklich alles in Ordnung bei euch? Warum flüstert ihr denn jetzt so? Irgendwas ist da komisch. Nein, Julian, alles in Ordnung. Oh Mann, Kira, das war jetzt heute die perfekte Möglichkeit, ihm das zu sagen. Oh, ich kann aber nicht. Dann wäre der Tag vielleicht doch echt gut geworden. Da stimmt doch irgendwas nicht. Sag mal, Steve, hast du ein bisschen Lust auf Detektivarbeit? Oh Mann, klasse! Ja, ich war noch nie ein Detektiv. Also, mach ich super gerne. Okay, super, dann folg mir mal. Steve, hallo, hier nach oben. Oh, okay, ich komme. So, wo sind denn jetzt Sarah und Kira? Also, du hast recht, die benehmen sich echt komisch. Und dann waren sie am Flüstern und so. Also, irgendwas verheimlichen die doch. Ja, ich glaube auch. Vielleicht haben die auch Wackelpudding gefunden. Das wäre ja super. Wackelpudding? Sarah, meinst du nicht, ich hätte ihm das schon viel früher gesagt, wenn ich es könnte, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann den Mut... Aber du musst es ihm selber sagen. Ich kann den Mut aber nicht aufbringen. Weißt du was? Wir setzen uns jetzt einfach mal ins Bällebad und dann überlegen wir in Ruhe, wie wir das am besten Julian sagen. Siehst du, Steve, die führen noch irgendwas im Schill. Jetzt wollen die wieder zum Bällebad, Hand an Hand. Da passt irgendwas nicht. Das soll eine Kita sein?
Oh nein, Nils hatte recht. Sowas von runtergekommen hier. Oh Gott. Oh, hallo, ich bin Brigitte, die Erzieherin hier. Herzlich willkommen in der Kita Sonnenschein. Guten Morgen. Aber ein Anzug wäre auf jeden Fall nicht nötig gewesen. Der ist ja auch ein bisschen groß. Dir? Wann sind wir denn beim Du angekommen? Also, ich bin der Erik Eitel. Und Sie sind wer genau jetzt nochmal? Brigitte. Brigitte und weiter? Also, ich verstehe. Also, alle nennen mich Brigitte hier. Naja, das passt ja hier zum Niveau dieser Kita. Also das soll wohl eine... Das ist die Kita Sonnenschein, bin ich hier richtig? Ja, genau, Kita Sonnenschein. Aha, interessant, sehr interessant. Und du möchtest hier dich anmelden? Oh Gott, anmelden, wie putzig. Nein. Oh Sarah, weißt du, wie oft ich schon daran gedacht habe, Ihnen das jetzt mal endlich zu sagen? Das geht einfach nicht. Ich habe gestern die ganze Zeit daran gedacht. Oh, ich finde, du übertreibst total. Sag's ihm einfach und dann ist gut. Ha, Etapp, was sollst du mir sagen? Hä, was sollst du ihm sagen? Sag's! Ha, Etapp! Was sollst du ihm sagen? Oh, ich glaube, falscher Text, oder? Ja, Steve, falscher Text. Du solltest eigentlich... Ja, egal, geh nach oben einfach, wenn du willst. Okay, vielleicht gibt's ja auch nochmal Wackelpudding. Wobei, wir waren ja schon oben. Du mit deinem Wackelpudding. Kira, was wolltest du mir jetzt sagen? Sarah, los jetzt, raus mit dem Geheimnis. Was? Was für ein Geheimnis? Also, ich weiß von keinem. Ihr wisst schon, tut nicht so. Hä? Mann! Erik, du kannst dich gerne hier in der Kita umschauen und auch die anderen Kinder kennenlernen. Ach, eigentlich ja eitel, aber naja gut. Ja gut, dann werde ich mich mal hier umschauen, ob das Objekt sich hier für mich lohnt. Oh nein, das ist ja das totale Chaos. Und dieses Bällebad, also das ist ja sowas von 2005. Oh, jetzt raus mit der Sprache! Was soll das? Also ich weiß von nichts, wirklich. Sag mal, wer bist du denn? Oh, zum Glück. Zum Glück wurde Johann abgelenkt. Oh, das war doch jetzt wieder die Gelegenheit. Je länger du es rauszögerst, desto schwieriger wird es. Sag mal, wer bist du denn und warum hast du so große Klamotten an? Also, als erstes sind das keine großen Klamotten, das ist ein Anzug, ja? Ich bin der Erik Eitel und du bist, Oh, nee, schon wieder ein neuer. Ich dachte, das hatten wir. Ich bin der Julian Vogel. Und was machst du hier und warum hast du so einen komischen Anzug an? Das ist doch auf keiner Hochzeit. Ach, Julian Vogel, du musst der Cousin von Nils Schnösel sein. Ich bin ein sehr guter Freund von ihm und ich möchte mir hier die Kita kaufen. Das soll mein privates Kinderzimmer werden. Wie bitte? Du willst die Kita kaufen? Privates Kinderzimmer? Ich höre wohl nicht richtig. Brigitte, hast du den hier reingelassen und ist das ein Freund von... Oh, wenn du ein Freund von Nils bist? Ach nö, dann kann das gar nicht gut gehen und kein Wunder, dass du so angezogen bist und so komisch redest. Wenn hier einer komisch redet, dann bist du das. Also, ja genau, Frau Brigitte, wie auch immer. Ich möchte diese Kita hier kaufen, dieses Objekt. Wie möchten Sie denn dafür haben? Entschuldige mal, also diese Kita ist unverkäuflich und wenn gehört sie Playmobil City. Willst du die von deinem Taschengeld kaufen? Ich sehe schon, ein sehr hartnäckiger Fall. Also ich würde auch jedem Kind hier nochmal 200 Euro geben, so als Vorschuss, so Taschengeldvorschuss. Jedem Kind. Du, Brigitte, vielleicht solltest du mal kurz darüber nachdenken, die Kita zu verkaufen. Also, ich finde das ein sehr, sehr gutes Angebot. Das solltest du nicht ablehnen. Also, hier die 200 Euro für jedes Kind. Oh Mann, da könnte ich mir einiges kaufen. Nein, Julian, bist du total verrückt geworden? Die Kita ist unverkäuflich. Die Kinder brauchen die Kita. Die ist wichtig. Naja gut, okay. Ich leg noch ein Eis für jedes Kind drauf. Na, aber jetzt können wir doch die Verträge hier unterzeichnen, oder? Oh Mann, Brigitte, unterschreib das Ding. Das ist doch sowas von klar. Jetzt noch ein Eis für jeden. Ist verkauft, natürlich. Also, ich lehne das Angebot auf jeden Fall ab. Wenn du dich hier nicht anmelden möchtest, dann bist du ja fehl am Platz. Und außerdem brauche ich auch die Unterschrift deiner Eltern dafür. Wo sind die eigentlich? Die sind gerade in New York, haben da einen Termin. Deswegen haben sie mich gerade allein gelassen. Naja gut, vielleicht haben sie auch recht. Diese Kita, die ist doch sehr, sehr runtergekommen. Vielleicht überlasse ich diese Kita ja Nils. Naja, passt zu ihm. Dann auf Wiedersehen. Oh Mann, war ja klar, dass das ein Freund von Nils ist. Der ist genauso komisch drauf. Also sowas ist mir wirklich noch nicht vorgekommen. Ein Kind im Anzug möchte die Kita kaufen? Bin ich hier im falschen Film? Ja, diese Kita war auch ein bisschen zu klein. Vielleicht sollte ich mich hier um die Schule kümmern. Ja, das könnte doch eigentlich was sein. Die Turnhalle ist da auch viel größer zum Sport machen. Ja, ich glaube, ich werde die Schule kaufen. Naja, also, diese 200 Euro, ich glaube, das wäre ziemlich viel. Hätte ich mir ganz viele neue Spiele kaufen können, aber dann wäre die Kita auch weg. Das wäre auch ziemlich doof. Naja, ich gehe mal in die Turnhalle. Hey, Julian, stehen geblieben. Wir möchten dir was sagen. Oder besser gesagt, Kira möchte dir was sagen, ne, Kira? Oh Mann, Sarah, jetzt machst du es total schwierig. Also, ich wusste es doch. Ihr hattet doch ein Geheimnis, ne? Ich komme doch nicht mehr aus der Nummer raus. Kira, sag es jetzt einfach. Du musst jetzt einfach dazu stehen. Oh Mann. Okay. Oh, ich weiß schon, worauf das hinausgeht. Das war bei mir damals genauso. Okay, wie soll ich... Oh Mann. Ja, Kira, dann sag mal dein Geheimnis. Also gut, ich nehme jetzt meinen ganzen Mut zusammen. Und zwar gestern,
Da hattest du einen riesen Popel in der Nase. Und ich konnte sie einfach nicht sagen. Das war total peinlich und eklig. Ich habe mich richtig geekelt vor dir. Bach! Was, wie, den ganzen Tag? Also ich habe den erst zu Hause gemerkt, wo ich in den Spiegel geschaut habe. Oh Mann, das ist ja mega peinlich gerade. Ach, Gott sei Dank, jetzt ist es raus. Ich fühle mich total erleichtert. Siehst du, Kira, du hättest es ihm gleich sagen sollen. Jetzt ist es raus. Und Julian, ich habe das übrigens gestern auch gesehen. Das war echt eklig. Oh Mann, zum Glück wissen die nichts über mein Popelversteck hinterm Schrank. Oh Mann, das wäre mega peinlich. Hey, habe ich das richtig gehört gerade? Ja, Popelversteck hinterm Schrank. Bi,